Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Die Sportlehrer. In unserer Reihe Konditionelle Fähigkeiten im Badminton wollen wir uns in Teil 1 mit der benötigten Ausdauer eines Badmintonspielers beschäftigen. Und wie viele von euch schon wissen, ist Ausdauer auch nicht gleich Ausdauer, denn jede Sportart hat ihr ganz eigenes Ausdauerprofil. Man spricht auch von einer sportartspezifischen Ausdauer. Um welche Ausdauer es sich beim Badminton jetzt genau handelt, erfahrt ihr hier. Wir wünschen euch einen guten Wissenszuwachs. Kommen wir zuerst einmal zu den Fakten. Wer schon einmal Badminton gespielt hat, weiß, dass es sich hier um eine sehr komplexe und anstrengende Sportart handelt. Also nicht zu verwechseln mit dem klassischen Federballspiel am Strand. Den Unterschied zwischen Badminton und Federball könnt ihr euch in einem anderen Video von uns anschauen. Badmintonspiele können bis zu 2 Stunden andauern, wenn sich die effektive Spielzeit auf über 50% der Gesamtspieldauer erstrecken kann. Das ist ganz schön viel. Hohe Belastungs- und niedrige Pausenverhältnisse sowie häufige Richtungs- und Geschwindigkeitswechsel, welche durch den Bewegungsapparat zu bewerkstelligen sind, stellen natürlich hohe konditionelle Anforderungen an einen Badmintonspieler. Die verhältnismäßig langen Ballwechsel mit hohen Schlag- und Ballgeschwindigkeiten erfordern zudem eine gute, ausgebildete Schlagarm- und Schlagschultermuskulatur. Die durchschnittliche Herzfrequenz im Badminton-Einzel liegt zwischen 160 und 180 Schlägen pro Minute. Es werden aber auch immer wieder Höchstwerte von über 200 Schlägen pro Minute erreicht. Während den kurzen Pausen nach dem Ball- oder Aufschlagwechseln sinkt die Herzfrequenz wieder etwas ab und der Sportler hat Zeit, durchzuatmen. Aufgrund dieses Wechsels von Belastung und kurzer Erholung wird Badminton auch als eine Ausdauersportart mit Intervallcharakter angesehen. Aber auch dem optischen Analysator wird eine wichtige Bedeutung während des Spiels zugesprochen. Und so muss der Spieler die unter Aktionsdruck gesammelten Informationen verwerten und in eine komplexe, situationsangepasste Bewegungsstruktur umsetzen. Und das innerhalb kürzester Zeit. Die physischen und psychischen Belastungen, die während eines Badmintonspiels auftreten, dürfen den Spieler also so wenig wie möglich beeinflussen. Schauen wir uns nun die konditionelle Fähigkeit, die badmintonspezifische Ausdauer, etwas genauer an. Wie einige von euch schon wissen, versteht man unter Ausdauer die Fähigkeit, eine bestimmte Leistung über einen möglichst langen Zeitraum erbringen zu können. Am besten ohne Leistungsabfall. Wir haben eingangs bereits erwähnt, dass ein Badmintonspiel im Leistungsbereich schon einmal bis zu 2 Stunden andauern kann. Um dieser Belastung standzuhalten, benötigen die Spieler eine gut ausgeprägte Ausdauer. Die Ausdauerfähigkeiten können je nach Energiebereitstellung und anfallenden Stoffentwechselprodukten in 2 große Bereiche eingeteilt werden, und zwar in die aerobe und die anaerobe Ausdauer. Wobei bei der anaeroben Ausdauer noch einmal zwischen der anaerob-alaktaziden und der anaerob-laktaziden Ausdauer unterschieden wird. Schaut euch bei Bedarf doch unser Video zur Energiebereitstellung an. Als Basis der Ausdauerfähigkeit gilt die aerobe Ausdauer. Dort befinden sich Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffaufnahme im Gleichgewicht. Eine gute aerobe Ausdauer dient dem Badmintonspieler für eine schnelle Erholung in den kurzen Pausen zwischen den Ballwechseln und kann somit einem Leistungsabfall entgegenwirken. Bei kurzen, hochintensiven Bewegungen mit maximaler Schnelligkeit dominiert ein anderer Weg der Energiebereitstellung, nämlich der anaerob-alaktazide. Wie der Name schon sagt, geschieht dies ohne Sauerstoff, also anaerob. Adenosintriphosphat, kurz ATP, wird direkt aus den Phosphatspeichern zur Verfügung gestellt. Diese Speicher sind jedoch nach wenigen Sekunden geleert. Die Häufigkeit und die Geschwindigkeit, mit der sie wieder aufgefüllt werden können, hängt unter anderem auch wieder von der Qualität der aeroben Ausdauer ab. Dauern die Ballwechsel länger als 7 bis 10 Sekunden, was im Badminton als normal gilt, kommt es zu einer Anhäufung von Laktat im Blut.
Die benötigte Energie wird nun anaerob Lactazid, also immer noch ohne Sauerstoff, aber unter Produktion von Laktat zur Verfügung gestellt. Dieses saure Stoffentwechselprodukt kann nun zur Übersäuerung und Ermüdung der Muskulatur führen. Das Spieltempo und die Schlagpräzision können dann nur noch schwer oder gar nicht mehr aufrechterhalten werden. Es kommt zum Leistungsabfall. Das Training der anaeroben Ausdauer kann eine vermehrte Herstellung der Enzyme, die zum Abbau von Laktat vom Körper gebildet werden, begünstigen. Und nur so kann ein Spieler mehrere aufeinanderfolgende Ballwechsel mit hoher Intensität durchhalten und anschließend mit unverminderter Leistungsfähigkeit weiterspielen. Fassen wir noch einmal zusammen. Badmintonspieler müssen über eine gut ausgeprägte aerobe und anaerobe Ausdauerfähigkeit verfügen, da während des Badmintonspiels die benötigte Energie meist anaerob Alactazid und anaerob Lactazid gewonnen wird. In den kurzen Pausen beim Aufschlagwechsel oder nach Fehlern kann eine gute aerobe Ausdauer die entstandene Sauerstoffschuld während der anaeroben Energiebereitstellung etwas ausgleichen und zu einer gewissen Regeneration beitragen. So viel zum Video Badminton-spezifische Ausdauer. Wie ihr die aerobe und anaerobe Ausdauer, die ihr für euer Badmintonspiel braucht, trainieren könnt, stellen wir euch in einem anderen Video genauer vor. Wir hoffen, ihr könnt inhaltlich etwas mitnehmen und profitiert von unseren Erklärvideos. Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Denn nicht umsonst heißt es in unserer Theoriereihe No Brain, No Gain, ohne Köpfchen kein Zugewinn. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Video von Die Sportlehrer.